random Ork hat es entschieden. Du bist der erste Phantom, den wir erneut bekämpfen. Geister! Da ist Crunch eine gute Idee. Erstmal. So. Welcome! Ja. Ja. Ich rede da doch gar nicht mehr. Es ist immer nur allgemeines Blablabla. Ja. 8 Arena der Kämpfe nochmal. Was ein Spaß. Level 100. Hier ist voll mies, weil das kann ich doch schon gar nicht mit Crunch effektiv treffen. War doch klar, dass wieder sowas passieren wird. War doch sowas von offensichtlich, dass das nicht klappen wird. Dass ich das erste effektiv treffen kann. Ja, das habe ich auch kommen sehen, dass da halt Jump Kick wieder erscheint. Vielleicht überlebe ich den wieder. Mhm. Und wie ich das tue, knapp. Aber ich überlebe. Yo. Scorman. Ach, guck mal einer an. Das ist ja lustig. Und ich weiß ja, dass das gleich gekillt wird. Gut, dass du uns zum zweiten Mal wärst. Eventuell kriegen wir ja alle Pokémon, die wir jetzt in der Liga als Neues gesehen haben, hier nochmal präsentiert. Ja, diesmal hat es überlebt. Oh. Ja, wow. Okay. Was soll das denn mit dem Wärme, wenn es da nicht ist? Ach. Sharpshoot. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich das am besten besiege. Da habe ich mal keine Ahnung, was ich da machen soll bei dem Ding. Psycho Cut. Boah, das könnte reichen. Alter, trotz Quit nicht gereicht. Richtig knappe Nummer. Boah, schade. Mies. Richtig mies hier. Ich bin im Bus wieder gestorben, falls ich eigentlich kommen kann. Ja. Da hab ich nicht gesehen, was kommt, weil ich so ein bisschen spulen gerade wieder. Ach so, das Teil, ja. Ich bin wieder so ein bisschen spulen, ich weiß. Naja, ich hab halt mit dem Kopf, dass ich jetzt 8 Kämpfe machen muss, ne? Muss man ja so. Alter, ernsthaft? Shadow Sneak. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du sneaky sein willst, dann solltest du vielleicht nicht größer erscheinen, als du es warst vorher. Das ist so das Gegenteil von sneaky sein. Ziemlich auffällig. What's up? Ja, was ist denn jetzt los hier? Was macht mich der. Was macht der Typ jetzt für Probleme, ey? Der macht mir wirklich gerade mehr Probleme als alle Leute in der Liga oder was? Strivict. Legit? Ey, was ist denn los? Nimmt mich wirklich auseinander gerade. Drei, ey. Joa. Ich habe halt die passenden Pokémon gerade nicht. Ja. Ich habe gerade wirklich nicht die passenden Pokémon, die ich benutze für ihn. Joa. Ja, fuck, verloren wieder. Du bist schnell, das weiß ich. Werden wir in reiner Initiative lösen, ja? Oh, ist gut, ey. Was, wie? Junge, was zum Fick ist das denn? Was war das denn jetzt für eine Aktion, bitte? Oh Gott, das war schneller und hat hier versucht, mich einzuschläfern wieder. Immer einschläfern. Und das Noah. Magnet Force. Oh, das war nix. Oh nein, Defense und Special Defense. Oh Gott, ey. Raging Flame, Vengeance. Das macht ja gar nichts. Oh mein Gott, ist das ein Loser. Holy shit, ist das ein. Was? It doesn't affect me? Okay. Du warst der Master Loser. Schön. Ich war ein Spasti, richtig. Ja, help. Und damit haben wir Nummer 1 von 8 besiegt. Das Schöne ist, ich habe noch eine ganze Menge Escapers, die will ich nutzen. So, Random Orc sagt 5. Das ist das Duo beim Tower of Darkness. Einmal hingelatscht.
Das ging eigentlich sau schnell. Ich hätte nicht mal schneiden müssen. Das war, glaube ich, nicht mal eine halbe Minute, aber egal. So, Pflanze und Flug. Da habe ich das letzte Mal das hier gemacht und das war auch stark. Dementsprechend, ich speichere nicht mal. Ich bin so confident, ich mache das jetzt so. Hallo? Werde ich aber hinkriegen. Könnte ein Fehler gewesen sein, weil es bisher so gut lief. Ja. Ich werde einfach jetzt speichern. Dann hat sich das auch erledigt. Oh. Ja, wieder was aus der Liga benutzt. Alles klar, jetzt geht's los hier. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass das recht durch eine Gefahr ist. Deswegen mache ich. Ja, vor allem wenn der Aerodactyl sich boosten möchte. Als ob jetzt der Doppelkampf von den Rematches als zweites dran ist, aber der Zufallsgenerator hat es so entschieden. Oh wow, ey, die werden ja auch jetzt schon wieder verarscht direkt zu Beginn des Kampfes. Aha. Eine Weiterentwicklung von Botogil. Kann es sein, dass von den letzten 29 Einträgen, die wir noch brauchen, sehr viele Entwicklungen sind von Pokémon, die es wirklich gibt. Wow, ey, das ist ja übel. Eine Weiterentwicklung von Dodo, wie cool eigentlich. Heat Wave und. Ja. Der dicke Wack hier. Noch mehr gewachsen oder was? Was sind denn da alle drin, ey? Und Lumos ist wohl wirklich Pflanze dann, ja. Ich wollte gerade Schiss sagen, aber es überlebt selbstverständlich wieder mit dem ganzen Biss. Ey, die haben aber wirklich Pech. Das muss man ja so sagen. Es ist ein Lichtschild draußen. Das ist. Ja, das ist scheiße. Aber es reicht für die beiden. Die treffen mich nicht mal. Gut. Togekiss kennen wir und dann kommen wir wahrscheinlich wieder zur Plan, oder? Ja, das. Sind die Signatures von den beiden. Es war klar, dass das jetzt so passiert. Oh, jetzt habe ich auch mal nicht getroffen. Na gut, Fairness. Ja, Ausgleich. Oh, das war auch gar nichts. Ups. Das war ja wirklich überhaupt kein Schaden. Naja, wobei der Lichtschild ist auch noch draußen, darf man nicht vergessen. Oder das Schild? Sagt man hier der Schild oder das Schild? Oh, Scheiße, das boostet sich. Das muss weg. Das muss auf jeden Fall weg. Holy fuck, das ist richtig gefährlich. Raging Flame. Ja. Ah, das ist. Nee, Raging Flame war direkt, ne? Das ist gar nicht. Genau, und Frostbite. Frostbite trifft auch bald, wusste ich gar nicht. Mhm. Oh, das hat sich sehr wahrscheinlich gemacht mit Raze Earth. Cool. Kriegen wir ja wohl hin jetzt noch hier. Oh yeah. Hey, Frostbite sieht auch so aus, als ob es dann physisch ist. So viel Schaden, wie das gerade gedrückt hat bei beiden. Und dann war's das jetzt hier. Mit Sternen, was besiegt, was irgendwie ein Stern aussieht. So halb. Das ist ironisch. Genau bei 40 Minuten Aufnahmezeit besiegt. Also wirklich auch die Sekunde. Oh, ihr seid so Loser. Escape Room. Ich spreche die nicht nochmal an nach dem Kampf, weil die dann wahrscheinlich direkt nochmal wollen. Geht nicht. Okay. Random Orc. 4. Wir zählen runter von 6 auf 1 wohl. 4 war. Oh, das ist hier. Ich muss gerade überlegen. Der Normaltyp. Der Normaltyp war der erste, den wir gekämpft hatten. Doch, das war bei der Wiseman's Cave. Da wären wir. Du setzt normale Pokémon ein. Ich habe also nicht wirklich eine Idee. Wobei ich weiß eine Sache, du fängst mit Licky Licky an. Ja gut. Dann. Einfach mal Center Shock, why not? Und ich werde wieder nicht safe staten. Komm, ich werde jetzt wirklich mal nicht safe staten, weil ich confident bin. Ja, Jo, Avery.
Lichi Lichi. Da sind wir in die Falle getappt beim ersten Mal, als es hieß, hey, ich möchte nochmal kämpfen. Scheinbaum. Ja, das Ding ist auch so fett wie eine Bombe, ey. Platzt auch gleich. Was hab ich dabei gedacht? Also das ist doch voll beschissen gewesen, dass ich damit zuerst was mache. Wobei, du wirst dir jetzt selber Schaden machen. Machst du nicht wahr? Ich dachte, Crash Impact macht, dass wir selber noch Schaden nehmen. Ja, als ob das jetzt auch genau gereicht. Moment, 157 habe ich verrechnet. Oh Gott. Habe ich bestimmt verrechnet gerade, aber ich gedacht, ich habe 300 gehabt, glaube ich 330. Ja, das war ja schon mal richtig schlau von mir. Gut. Frostbite. Boost wieder abstauben, bitte. Mhm. Kein Booster war wenigstens. Chest, das. Doch, das kennen wir. Das muss sowas sein. Ich weiß schon, was es ist. Vom Bildlichen her. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit Crunch funktioniert. Schauen wir mal. Mhm. Das ist wahrscheinlich eher Unlicht dann, oder? Ach, scheiße, ey. Oh, nee. Lass das mal bitte. Oder flinchen jetzt, komm. Crit oder flinchen oder... Ey, ich hab einfach so massives Glück heute. Das ist der ideale Aufnahmetag. Es ist wirklich erschreckend, wie das läuft. Na gut, das war jetzt nicht so... Ja. Warum genau machst du die ganze Zeit Doppelteam, wenn ich dich mit einem Angriff sowieso besiegen kann? Das ist irgendwie sinnlos. Taurus. Das ist lame, oder? Und Taurus. Wie so ein Taurus? Bleib mal weg, ey. Oh nein, Intimidate, nachdem ich nicht mal irgendwelche direkten Angriffe habe, also physische. Oh. Das weiß ich nicht mal. Du bist ein Loser, ey. Du bist ein fucking Loser. Voll die Farbe. Sein Signature. Ja. Aber auch kein Problem. Wir machen hier halt Crunch. Lü. Das wird ja wohl hinhauen. Nasty Plot, ja, wusste nicht. Bringt dir nichts. Und Polon Set hätte ich gedacht. Nee, ein Hytera, das ist doch. Boah, ich weiß nicht. Ist das schlecht in der Verteidigung oder wie war das? Welche rausfinden. Oh ja, das wird auf jeden Fall noch die 15 Minuten Marke dann bringen, so lange wie der Balken runtergeht. Es flincht. Es überlebt, aber flincht. Ich denke nicht. Wow, ich hatte das gerade voll vorgespult und es läuft trotzdem so, als. Das sieht wirklich so aus, als ob das normale Geschwindigkeit ist, wie der Balken sich bewegt. Nee, eigentlich ist es noch langsamer. Das ist noch langsamer, als wenn der Balken normal fallen würde bei irgendwem. Obwohl ich das vorgespult habe. Und der zweimal einen fucking Top-Genesungs-Shit da drauf benutzt. Was soll das? Damit das ewig dauert. Gut, Fluchtseil. Und Random auch sagt uns schon mal, wer als nächstes dann ist in der nächsten Folge. Ne, nicht 5. 5 haben wir schon. Ne, 4 auch nicht. 7! Das ist Tara.